Ja, und damit hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Erklärungsnot, meine Wenigkeit. Wieder der Harlequin mit dem wunderschönen Spiel Unaki. Und das gibt's auf Steam, könnt ihr euch kostenlos runterladen, kann ich sehr empfehlen. Kleines Problem, denn auch ich mache Fehler und das nicht zu knapp leider. Ich habe leider meine Festplatte löschen müssen, weil ich keinen Platz mehr hatte zum Aufnehmen. Und habe aber leider nicht gemerkt, dass ich das Spiel auch mitgelöscht habe, denn das hatte ich mit gutem Klunker schon aufgenommen worden. Eine sehr coole Aufnahme. Ja, leider habe ich es gelöscht, ich Idiot. Deshalb muss ich es nochmal aufnehmen. Oder möchte es nochmal aufnehmen, weil ich möchte es euch ja gern zeigen. So, wir haben hier die Möglichkeit, unseren Charakter natürlich ein bisschen anzupassen. Das letzte Mal in der Aufnahme mit Klunker habe ich die Haare genommen. Habe mich da ein bisschen geärgert, weil ich eigentlich so diese den nehmen wollte. Das passt irgendwie so zu einem Krieger. Ich würde das auch jetzt nehmen. Und wir machen den ganz verrückt. Ist ein cooles Spiel, ein Action-Adventure auf jeden Fall. Und ja, macht auf jeden Fall Laune. Ist wirklich sehr, sehr geil gemacht. Und ich habe es gerne gespielt. Jetzt kommt auch ein Update raus. Vielleicht haben wir Glück und es hat sich was geändert. So, das lassen wir so. Das ist gut. Das reicht. Ne, nehmen wir ein bisschen Töpsche. Ich bevorzuge immer Iro, weil das immer so kampfmäßig aussieht. So ein bisschen der Rebell. So, ne? Aber gut, gibt's ja nicht. Ist auch egal. Geht auch so. Ja, lädt ein bisschen lang, aber ansonsten ist es wirklich ein cooles Action-Adventure. Es macht Laune. Kommt ein bisschen Geschichte. Ziehen wir uns da durch rein, Leute, ne? Muss da haben. Muss ja wissen, was es geht hier. Ärgerlich, dass es weg ist. Nervt mich. Aber gut. Schon sind wir im Spiel. War nur eine kleine Geschichte, ne? Dass man ein bisschen mitkriegt. So, jetzt musst du dich nämlich schon befreien. Gargoyle, haben wir schon gesagt damals. Hat wirklich was für ein Gargoyle, ne? So, jetzt können wir ein bisschen rumlaufen. Es ist ein bisschen dunkel, aber das ändert sich dann noch. Und ich weiß schon mal, dass wir die Figuren zerkloppen können. Machen wir aber nicht. Sind ja alles unsere Kollegen, können wir nicht machen, ne? Wir hätten hier theoretisch... Oh, guck mal, das sieht aus wie ich. Wir hätten hier theoretisch eine Armee von Kollegen, aber ja, die haben irgendwie alle keinen Bock, die schlafen noch. So, dann haben wir hier schon mal das erste Equipment. Und da ist es so, das kann ich euch jetzt schon mal zeigen. Hat auch manchmal Vorteile, wenn man es zweimal machen muss. Hier ist es halt so, ihr seht, wir haben Wraith Hands, ne? Also quasi Schutz für die Hand und für die Füße, also Schuhe haben wir jetzt noch. Und da haben wir hier eine gewisse Wertigkeit. Wenn wir diesen Gegenstand dreimal finden, wird er automatisch zu einem besseren Gegenstand. Und das geht völlig selbstständig. Ihr müsst nichts craften oder irgendwas machen, werdet ihr dann gleich sehen. Und das ist ziemlich geil. Ebenso können wir dann hier noch so Slots ausrüsten. Ihr seht ja, dort haben wir so eine... Ja, das war bei Final Fantasy 7 waren das die Essenzen. Nenne ich jetzt mal so, ne? Ich komme jetzt nicht auf den Namen, wie es dort hieß. Aber das ist ungefähr bei Final 8 konntet ihr koppeln eben. Und dort ist es halt so, ihr habt auch so Kristalle, die ihr hier einsetzen könnt. Und hier haben wir halt einen blauen Kristall. Hier haben wir nichts, zum Beispiel bei Stufe 1. Also das ist ziemlich cool gemacht. Auch ein bisschen komplex. Macht auch Laune auf jeden Fall. So, das letzte Mal bin ich hier reingefallen. Da ich das ja jetzt weiß, gehe ich erstmal hinter gucken. Aber ich glaube, da gibt es auch nichts mehr. Nee, das ist schon so gewollt, dass du reinspringst. Na dann, let's go! Wow. Boom, Schakalaka. Fallschaden gibt's nicht. Ja, die Skorpione kann man zerkloppen, bringt aber nichts. So, und ihr findet halt überall Loot, ne? Das ist, oder viel Loot, sag ich mal. Hier haben wir jetzt eine Lootkiste. Zack, jetzt haben wir schon mal eine Waffe. Hier haben wir ein bisschen Lore. Was wir uns durchlesen können. Mach ich jetzt mal nicht. Keine Zeit in Aufnahmen, Leute, keine Zeit. Ach man, das ist echt scheiße. Da hast du kein... Oh, hab ich nicht gesehen. Hast du keinen Platz mehr auf der Festplatte, musst Spiele löschen und dann habe ich die Aufnahme gelöscht. Mann, so ein Dreck. Der Flohner wird jetzt wieder lachen und sagen, oh, Halle, nee. Ist mir ja nicht das erste Mal passiert, ne? Leider, ich habe halt so viel Sankenend gemacht und hatte so viel Zwischenzeug, was ich auch nicht gebraucht habe mehr. Jetzt haben wir Special mit R übrigens. Ja, und da habe ich einfach fast den ganzen Ordner gelöscht. Ich stepp und habe hinterher aber erst gemerkt, dass ich das Spiel mit drin hatte, konnte es aber nicht mehr aus dem Müllkorb ziehen, Papierkorb, weil das Problem immer dann ist, dass die Dateigrößen sehr groß sind und damit löscht er das endgültig. So, das ist natürlich, ja, mies gelaufen, ne? So, ich hoffe, ihr habt hier Ton drauf, weil es wirkt leiser, aber ich denke, es müsste schon gehen. Das machen wir special. Bam, 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 bam. Typische Link-Wirbelattacke. So, der ist ein bisschen stärker. Wir können jetzt aber auch blocken. Wenn ihr das im richtigen Moment macht, dann tut er den zu stunnen. Da hat auch zwei Energielisten, wie ihr seht. Zack. Gut, das habe ich jetzt verkackt. So, da kann man den so wie wegschubsen und dann ist der so kurz gestunnt. Dann kann ich mal zuschlagen. Nochmal Doppelattacke. Bam. Jetzt haben wir zusammen. Zack, zack. So, und jetzt seht ihr es dort. Drei Äxte werden zu einer besseren Axt. Und die wird dann auch, wenn ihr die schon drin habt, automatisch ausgerüstet. Und ihr seht auch, das haben wir zweimal. Und wenn wir das dann dreimal haben, wird es zur nächsten besseren Waffe. Und wenn die dann noch eine Stufe aufsteigt, können wir dann bei der auch was ausrüsten, wenn wir dann was haben, ne? Also das ist, wie gesagt, ist wirklich cool gemacht.
Lässt sich super spielen mit Maus und Tastatur, kann man aber auch super mit Controller spielen. Und ist mal wieder ein cooles Action-Adventure, auch grafisch. Mir gefällt es gut. Klunker hat es auch sehr gut gefallen. Kannst auf jeden Fall mal machen, das Ding. Ne? So, oh, jetzt werde ich einen Skorpion so zertrampelt. Ich habe extra diesmal aufgepasst, dass ich sie nicht kaputt hau. Jetzt haben wir schon mal eine Essenz. Jetzt haben wir nochmal Wristbands. So, jetzt ist es aber auch so, dass wir auch automatisch gleich bessere kriegen. Zum Beispiel da die, ne? Und die machen Health plus 8, die plus 10. So, werden wir natürlich die ausrüsten, ist ja klar. Weil die besser sind. Das müsst ihr dann aber selbst machen, das macht das Spiel nicht für euch. Und jetzt haben wir eine gelbe Essenz, zum Beispiel die Spirit Orb Stone. Summons two Spirit Orbs that each deal 50 Damage. Das heißt, die fliegen dann um euch rum, machen 15 Schaden. Wir haben aber keine Möglichkeit, einen gelben auszurüsten. Wenn wir jetzt da draufklicken, sehen wir auch, dass das dann angezeigt werden würde. Die werden dann farblich unterlegt, dass man sieht, wo man das ausrüsten kann. Und dann kannst du dir das dorthin ziehen oder ne, wie du das gerne möchtest. Aber jetzt, wie gesagt, natürlich nicht. Deshalb kann man das nicht einsetzen, leider. Aber das ist ja nicht so schlimm. So, jetzt müssen wir hier was activaten. Wir haben ja den Zwischenboss schon platt gemacht. Und können jetzt diesen Schädel hier einsetzen. Und jetzt, ja, öffnen wir das Portal. Und kriegen damit eine neue Fähigkeit. Wir können jetzt schwimmen. Wenn wir das dadurch machen, verbraucht das Stamina. Ganz klar, ne? Klassisch eben. So, rein hier ins kühle Nass. Und durchgeschwommen, ja. Ja, moin. Was kriegst du als erstes, wenn du ankommst? Gleich mal eine Lootbox. Das ist doch ein hartes Ending, ne? Das liebt er doch. Das ist doch schon wieder mega geil. So. Achso, er braucht Basic Key, ja. Da er jetzt hier liegt, genau, das ist auch so ein bisschen tutorialmäßig gemacht. Wir haben jetzt den Schlüssel gefunden. Und manche Truhen kannst du halt nur mit Schlüssel öffnen. Das heißt, du brauchst den erst, um das dann zu finden. Um das dann zu öffnen halt. Ganz klar. Aber ihr seht auch nicht in jeder Kiste was drin, ne? So, haben wir jetzt was Besseres gekriegt? Nee, warte doch mal, ich muss doch mal was gucken, Junge. Special. Bam. So, wenn wir jetzt E gedrückt halten, heilen wir uns. Dazu brauchen wir aber unten diese, ja, ich sag mal, ich würde jetzt nicht sagen Mana, sondern eher so Magiefähigkeit, ne? Wenn wir die dadurch nicht mehr haben, können wir uns nicht mehr heilen. Da kommt doch gerade was geflogen, oder? Ach, da drüben, okay. Warte mal. Oh, hallo? Hallo, wo kommst du denn her? Na, das kannst du auch abschmatzen, Junge. Den hauen wir schön aufs Maul. So, da drüben ist ein... Oh, das ist ein bisschen straffer aus, der Junge. Wär das mal schön alles abblüten hier, ne? Gucken wir mal, was noch so gibt. Ja, gut, hier war nichts drin, schade. Gibt auch sonst keine Möglichkeit, euch zu heilen, außer ihr schlaft an einem Bett. Oh, guck mal, da hab ich übersehen. Na, kannst du gleich knacken. Zack, und jetzt haben wir das auch wieder... Na, haben wir es verbessert. Und jetzt könnten wir, wenn wir hier drauf drücken, seht ihr, das wird unterlegt. Das kriege ich erstmal aufs Maul, warte mal. Mensch, halt doch mal die Klappe jetzt. Ich will dir mal was erklären. Da kannst du ja nicht reinquatschen, oder ne? Jetzt haben wir das draufgezogen, das Gelbe. Und auch die Orbs werden automatisch gestapelt. Also wenn ihr davon drei habt, werden die dann auch nochmal eine Stufe stärker. Was ist denn jetzt hier? Ach, da oben, du Drecksack. Man kann es nicht erklären hier, ne? Ist keine Zeit. Werden die auch nochmal stärker und die werden dann automatisch ersetzt. Also wenn die auf eurer Waffe schon drauf sind, ihr habt davon drei, müsst ihr die nicht erst wieder ausrüsten, sondern es geht automatisch. Finde ich mega cooles System. Macht's einfach, macht's arcade-lastig, klar. Aber ihr könnt es ja trotzdem mit der Zeit ändern. Ich finde das mega cool gemacht. Also haben wir da jetzt die bessere ausgerüstet? Ja. Ja, wurde euch auch angezeigt. So. Heilen wir uns nochmal schnell. Weil der ist gar nicht ohne, der Kollege. Die explodieren, die Schweine. Muss man aufpassen. Ne, komm her, du. Da haut man aber gut auf die Fresse. Gut, das lassen wir erstmal. Gehen wir erstmal woanders hin. Aber schnell heilen. Zack. Bin wirklich begeistert von dem Spiel, also. Ah, ne, war schon. Der Klunker genauso, also er fand es auch richtig, richtig geil. Macht Laune. Bin mal gespannt, was dann kostet, wenn es rauskommt, ob es ein Vollpreistitel wird oder einfach nur so 30-Euro-Ding. Und was er noch so bieten, ne? Weil Laune macht das. Den haben wir jetzt aber schön gestunt, den Boy. Jetzt kommt natürlich meine Welt, ne? Jetzt haben wir ein Schwert gekriegt. Das natürlich finde ich natürlich viel geiler. So, ein paar Essenzen, ganz wichtig. Weil es ist dann auch schon so gewollt, dass ihr dann, genau, hier steht es nochmal mit den Steinen. Dass es verschiedene Farben gibt, verschiedene Sachen. Jetzt haben wir noch eine Essenz. So, jetzt können wir nämlich mal nachgucken. Wir haben jetzt das Schwert. Das macht nur 8 Schaden, hat aber dafür einen Slot. Die macht 9 Schaden, also nur einen Punkt mehr. Hat aber keinen Slot. So. Ich nehme nicht schon wieder Schaden, oder? Nee. Jetzt haben wir noch einen Schlüssel gekriegt, okay. Die ist schlechter, wird euch auch immer dann gleich angezeigt.
Und jetzt haben wir hier eine Orange und eine Lila. Das seht schon, wenn ich hier drauf gehe, müsste man hier auf das achten hier. Na, dann leuchtet das auf. Das seht ihr schon, da könnte man das draufziehen. So, dann könnte man aber auch einfach mit Rechtsklick draufklicken. Zack, und dann wählt er aber eins aus. Das Ganze dann nicht selber machen. Zack, so, bumm. Wenn ihr jetzt dort schon einen Stein drauf habt, wird er automatisch durch das ersetzt. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen mehr Health, jetzt haben wir uns ganz schön gut equipped. Die Maske haben wir das letzte Mal nicht gefunden, die haben wir schon Stufe 2, cool. Und jetzt überlege ich halt noch, gut, das Schwert würde mir jetzt nichts mehr bringen, weil es schwächer ist, auch wenn nur ein Punkt. Hat, aber wir haben ja keinen Orb mehr, den wir einsetzen können, deshalb ist das jetzt, wäre das jetzt nicht so sinnvoll, das Schwert zu wechseln. So, erstmal wieder heilen, jetzt müssen wir den irgendwie noch auf die Schnauze hauen da drüben. Ja, das wird interesting. Sehr dunkel gehalten, das Spiel, ne? Am Anfang der Höhle, ja. Aber es hat auch so ein bisschen, der Klunger, der hat gesagt, erinnert es auch ein bisschen an Breath of the Wild oder an prinzipiell Zelda. Gehe ich mit. Ne, gehe ich mit. Muss ich sagen, ja, hat auf jeden Fall davon Hypes. Oder Vibes, meine ich natürlich. Vibes. Warum macht er das Special nicht? Das verstehe ich nicht. Jetzt halt aber mal die Fresse hier mit dem Scheiß. Oh, jetzt haben wir ne, jetzt haben wir ne. Komm schon, jetzt kriegst du aber richtig aufs Maul, Junge. Keine Chance. Nice. Yo! Defeated. So, jetzt haben wir eine rote Essenz gekriegt. Alter, alles bebt und wackelt hier. Und da hätten wir jetzt zum Beispiel keine drauf. Deshalb würde ich die auch erstmal am Anfang, könnt ihr das auf jeden Fall immer pauschal drauf machen. Und das Coole ist auch, es ist wie so ein Roguelike-Game, weil durch das Bluten und durch diese Zusatzeffekte natürlich werdet ihr extrem stark, ne? Und es ist halt geil, wenn die Gegner Schaden nehmen. Wenn ihr zuschlagt oder so, dann ist das natürlich schon ein Vorteil. So, jetzt können wir die Axt schmeißen. Und uns die dann wieder zurückholen. Wie so eine Art Bumerang. Auch eine sehr coole Attacke. Wir können auch dashen übrigens, ja, das haben wir jetzt natürlich vergessen. So, jetzt können wir hier, zack. So, wenn wir die aber jetzt zurückholen, dann wird der Schalter bleibt nicht aktiv. Deshalb machen wir es erst, wenn wir durch sind. Boah, Island. Jetzt sind wir auf dem Island. So, das ist so die erste Map quasi, die ihr spielen durft. Da haben wir ja auch schon mal ein paar Strangers, ein paar Kollegen, die ein bisschen... Der Josef. Ja, moin. Ich drück's mal so durch, ne? Also das kann... Wer die Demo gerne spielen möchte, kann sich das durchlesen. Hier gibt's halt eine Barrikade. Und die müssen wir vernichten. Beziehungsweise gibt's mehrere, wie hier das zum Beispiel. Und die können wir aber nicht mit Standard-Attacken kaputt hauen. Da brauchen wir erst was Spezielles. Auch hier müssen wir wieder zwei Endbosse besiegen, um quasi die Schädel einzusetzen. Genau, und der Kollege, der angelt hier ein bisschen... Genau, und jetzt sagst du auch nochmal, es gibt ein paar Bosse und so weiter und so fort. Es gibt verschiedene Schlüssel, die ihr einsetzen könnt. Oh, ja, guck mal, die haben wir das letzte Mal nicht gesehen. My Brothership couldn't hear you leaving me. Okay. Okay. Alles klar, okay, ja. Okay. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, Klunker. Grüße gehen raus an dich, auch natürlich an Maria. Falls du das jetzt doch nochmal anguckst, irgendwie, sag mal, ob die das letzte Mal da stand. Also ich bin mir jetzt nicht sicher. Der Klunker würde ja sowas immer sehen. Ich übersehe sowas ja gerne, aber ich bin mir nicht sicher, dass da ein Kind das letzte Mal stand. Es gab aber, wie gesagt, auch ein kleines Update, ne? Kann ich also jetzt nicht 100% sagen. So, die sind richtig mies hier, die Wespen, weil die machen richtig Schaden. Kann man natürlich schön runterholen mit unserer Attacke. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Weil die natürlich auch so noch giften. Na guck mal, das ist Danger, das heißt, das Ding explodiert. Auch da bin ich das letzte Mal reingerannt einfach, aber das haben wir ja gelernt, ne? Wir sind ja nicht ganz unbelehrbar, sag ich mal. Ja, und wir müssen jetzt eigentlich uns durch die Welt kloppen und, oh Gott, das war aber, da habe ich auch jetzt Pech gehabt, fast Pech gehabt. Das haben wir das letzte Mal auch gehabt, die Bienen sind sehr straff. Auch hier an die Zacken durfte er nicht ranlaufen. So, und wir können aber jetzt hier Rescue Point... Das heißt, wir haben jetzt einen Speicherpunkt gesetzt oder beziehungsweise einen Checkpoint und können jetzt hier auch rusten oder resten. Und haben uns dadurch dann wieder komplett aufgefüllt. Problem ist dadurch, es ist jetzt Nacht. Aber der Effekt von den Kugeln ist auch geil gemacht, ne? Gefällt mir schon sehr gut. So, moin! Kriegst gleich mal. Zack! Hier gibt es jetzt auch Magier. Sind auch nicht ohne. Aber wir werden dann gleich sehen, wenn unser Equipment ein bisschen besser ist, dann geht das auch ein bisschen besser von der Hand alles. Bleib hier, du. Alter, was war das? Gib mir Loot, gib mir Loot. Und ihr könnt ja auch ewig lange, die... Hab ich jetzt... Warte mal, nee. Ah, ich hab's nicht getroffen, die Axt, schade. Das Fass. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir nicht selber draufkloppen. Bei meinem Talent wieder. So, das nehmen wir alles mit. Wow, genau, das habe ich gemeint.
Boom. Aber na gut, okay, da haben sie jetzt gleich die Truhen kaputt gemacht. Oder warte, das will ich jetzt ein bisschen. Komm. Nein, ich will das ab. Dash weg. Aha, hab ich die schön ins Fass reingelockt. Das ist auch cool, die Reifen hier. Das sind so eine Art Sprungplattform, zeige ich euch gleich mal. Wenn da mich mal. Alter. Da mich mal in Ruhe lässt, ja. Ja, ein neuen Orb, nice. Und man freut sich auch drüber, wenn man lootet und so und kriegt dann neues Zeug, dann wird das verbessert und das macht auch Bock, muss ich sagen. Jetzt hat er mal die Fresse oben, Mensch. Warte, ich komme hoch, jetzt kriegst du auf die Schnauze, komm her. Komm her jetzt hier, komm ran hier auf den Meter. Magier, das ist auch doch, das musst du aufpassen, du. Ja, da habt ihr es gesehen, zack, Sprungbrett. Na, da ist auch drauf gerannt. Aber Schluss hier. Das letzte Mal hatte ich aber das Schwert mal besser als das letzte Mal, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen zufälliger. Ich finde es eigentlich ganz geil, das Schwert, aber wie gesagt, nützt mir nichts, wenn es schwächer ist. Nächste Essenz. Wieder eine andere. Haben wir da drüben noch einen Drüschen. Wir können auch dashen, da schubsen wir den so um. Also ihr habt wirklich viele Varianten. Ihr könnt blocken, dashen, ihr könnt einfach so zuschlagen. Ihr könnt die Axt schmeißen, euer Special machen und so weiter. Also das ist schon nice to know. So, was haben wir da jetzt alles so gekriegt? Hab noch gar nicht nachgeguckt. Guck mal an, jetzt haben wir einen lilanen Stein. Den könnt man einsetzen. Das macht aber keinen Sinn. Also ich würde am Anfang euch empfehlen, erstmal die Steine drin zu lassen und erst wenn die dann ein bisschen gestackt sind, kommst nicht zum Kugeln, ne? Die dann auszuwechseln. Gegner spawnen natürlich auch wieder nach, das ist so ein bisschen ein Problem, wenn man jetzt mal nachgucken will. So, wo war ich jetzt? Ich war hier irgendwo, hatte ich doch was gesehen, jetzt mal stärker aus. Oder habe ich das automatisch ausgetauscht? Nö. Hat er mich ja abgelenkt, der Kunde, ey. Hier ist es, das meine ich. Okay, ist das hier drauf? Ja, okay, nice. 12, nicht schlecht. Genau, wenn wir jetzt dreimal davon eine haben, haben wir dann Axt Level 2, Axt Level 3 und so weiter. Also kannst du, das macht schon Laune, ne? Ja, guckst du blöd, ne? Ja, muss aufpassen, Junge. So, Journey ist halt, klar, ne? Auch so ein bisschen Geschichte. Im nächsten Orb. Oh, einen zweiten davon? Nein, das wollte ich gar nicht machen. Das macht dann auch richtig Laune, wenn ihr die Orbs dann eben drei davon habt, denn die werden dann noch stärker, dann ist halt, dann ist richtig gut, ne? Warte mal, geh mal hier drauf, Junge. Ja, du sollst eigentlich rüberspringen, ja. Ja, nicht am Baum, Mensch. Ja, schick. Und zack, wieder ein Upgrade. Das sage ich, das macht halt Bock, dass er passt auch Bock drauf, die Kisten zu looten. Weil es halt echt was bringt, ne? Das macht dich halt stärker und besser, ne? Ja, dodgen, also das hier, zack. Zack, damit kann man natürlich auch Truhen kaputt machen, wenn wir das wollen, aber ich nehme die traditionelle Art einfach draufkloppen. So, jetzt haben wir, genau, jetzt haben wir hier nämlich schon mal neue Dinge gekriegt. Und können da jetzt tatsächlich noch was ausrüsten. Wir hätten noch einen blauen, einen gelben. Ja, das geht, das könnt ihr dann halt auch selber draufziehen, ne? Blau haben wir nicht mehr, okay. Aber haben wir noch jetzt, warte mal, ist hier noch irgendwas? Nee. Schade, ich will das Schwert noch mal haben. Moin. Und der Schaden ist halt echt nicht überragend. Ne? Noch nicht. Wenn wir schön Klappe halten jetzt hier. Zack. Kannst auch im Sprung schön rein dashen, aber kannst auch ein bisschen Spaß machen. Guck mal, bist du festgegangen, ne? Du Pfeife. Kriegst du eine, Junge. Muss man die Tür ein bisschen aufmachen. Auf der Alarm geht nicht los jetzt. weil ich eigentlich noch ein Päckchen erwarte. Mal sehen. Wer da jetzt live dabei, wenn ich ein Päckchen kriege? Das wäre verrückt. So, da oben haben wir einen Endboss. Den brauchen wir gar nicht versuchen, weil der hat 4 HP-Listen. Das haben wir das letzte Mal auch probiert gleich. War ein böser Fehler. Weil der hat so eine Magie-Attacke, die haut oben nicht aufs Maul. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen rumlaufen und noch ein bisschen looten. Ah, guck mal, hier haben wir noch eine Truhe. Ja, gib mir Loot. So, nächste. Oh, ein gelbes wieder. Komm her, ja. Nice. Aber da kann ich gegen das Fass schlagen, ne? Die Pfeife. Schnauze, Mensch. Oh, ein oranges. Schön. Ja, ja, nehme ich. Haben wir das nämlich auch schon mal besser? Ja, jetzt läuft es doch hier. Und das nächste verbessert. Ach, herrlich. Es ist ein Traum. Und das sind wir nur hier in dem Bereich rumgelaufen, ne? Wir haben jetzt noch nicht mal groß was erkundet, muss man auch mal sagen. Gucken wir mal. Manchmal verlierst du auch ein bisschen Überblick hier, ne? Bei den ganzen Gegenständen. Nö, sieht gut aus. Ah, blau haben wir. Ne, haben wir immer noch nicht. Okay, schade. Gut, da bleibt's halt. So, da laufe ich mal weiter hier. Da kicke ich mal, was noch gibt hier.
Komm mal rein, ja. Gibt's einen aufs Maul. Natürlich auch ratsam, erstmal die ganzen Truhen zu suchen und abzulieben, ne? Ja, eine Essenz. Was ist denn? Junge, ich hab doch nur die Fässer kaputt gemacht. Oh, da heilt sich. Hä? Was ist das für ein krasser Kunde, ey? Nicht, setz hier auf mit dem Mist. Warum heilst du dich und ich heil mich nicht? Mach, mach, mach. Ja, 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 nice. Vorsicht. Die nehmen halt auch Schaden durch die Wespen, ne? Weg, weg, weg. Oh, das war knapp wieder. Das ist halt mies. Da musst, ja, genau. Ich wollte eben nicht reinrennen, aber egal. Da musst du echt aufpassen, ne? Aber wie gesagt, wenn es zu krass wird, geht halt einfach zurück und heilt euch wieder schnell. Da könnt ihr weiterziehen. So, lauf ich mal hier lang. Ja, guck mal, kick mal, was da los ist. Ja, morgen. Krebs. Alles fit. Gibt auch ein bisschen was zu erkunden. So ist es nicht, ne? Ja, spring raus, Mensch. Dauert alles. Okay. War wieder eine Wespe wahrscheinlich. Oder eine Biene oder whatever. Einen Schlüssel haben wir jetzt gefunden. Kommen wir ja auch durch. Geht das? Ist das gewollt? Weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob es gewollt ist. Was steht da? Find another way. There's only death ahead. Okay. Oh oh. Da müssen wir jetzt mal gucken wegen der Ausdauer. Das wird jetzt interessant. Vor allem, habe ich die zweite gelbe Liste dann auch noch? Oder bin ich am Pops? Ne, geht noch. Okay. Ah ja, okay. Nehme ich aber Schaden. Gut. Aber gut gemacht, dass du nicht gleich komplett absäufst, sondern erstmal ein bisschen Schaden nimmst. Gut, da geht's nicht weiter. Dann lassen wir das. Ich könnte mal einen Doppelsprung gebrauchen. Das wäre echt nice. Da macht's, das macht's dann einfacher. Oh, Bienchen. So, mal gucken, ob wir hier durchkommen. Ne, warte mal. Was steht hier? Ah, fuck it. Du Mistvieh. Hat's mich doch noch erwischt. Schwein. So, X-Qual 7. I don't have the ability to... Okay, also ich brauche die Ability, dass wir rutschen können oder uns ducken können. Das haben wir aber noch nicht. Also musst auch die Abilities halt erst lernen, ne? Finde ich aber auch nicht schlecht. So weißt du auch gleich, da geht's nicht weiter, kannst du lassen, ne? So, da haben wir hier nochmal ein bisschen Wasser. Ich weiß nicht, ob es da weitergeht. Oder erstmal hier hochgehen. Hopp! Ah, guck an. So, und jetzt haben wir nämlich so einen Punkt, ähnlich wie beim Roguelike, dass wir uns was aussuchen können. Wir haben jetzt zum Beispiel das hier, Mojo. Klingt lustig, 56% Mojo. Mojo ist deine, ja, sag ich mal, Magie, mit der du halt dich auch heilen kannst. Da hast du dann 56% mehr. Effekt with Orange Champs steigerst du um 21% oder 49% blaue Champs plus 55 Mojo oder Heal Ability. Das heißt, du heilst dich plus 4 und hast einen 13% Effekt with Purple Champs. Interessant. So, und das ist nämlich, blau ist immer Defensive, orange ist Agility und das ist halt mystische Champs, ne? Ich würde wahrscheinlich tatsächlich Agility nehmen. Ich glaube, zu orange Champs habe ich gar nicht so viel, aber kommt vielleicht noch, man weiß nicht. So, jetzt ist cool, das habe ich jetzt verkackt wieder mal. Wir können jetzt hier oben diese, zack, können wir runterschießen. Dann liegt hier Öl und dann fängt das an zu brennen. Und dann kannst du die Gegner schön abfackeln, sag ich mal. Habe ich jetzt auch wieder verkackt. Habe ich schon beim ersten Mal nicht hingekriegt. Genau, da sind noch ein paar Inschriften. Auch sehr nice to know. Ja gut, das war's, glaube ich. Jetzt gehen wir erstmal hier lang. Jetzt gucken wir mal. Jetzt looten wir mal den Bereich noch ab hier. Genau, haben wir schon wieder ganz schön Schaden genommen, ne? Gut, kann es aber sein, weil wir diese Ability drin haben. So ein bisschen mehr HP haben. Gibt dann auch sonst nichts zum Heilen. Du musst dich immer selbst heilen. Du musst dich schon selber gucken, wie du klarkommst. Da haben wir schon mal den ersten Boss, wie wir sehen. Kann ich hier hochspringen? Nee, dann will ich nicht. Geht nicht, schade. Aber da kommt Rumor, das ist auch nett. Was ist denn das? Ach, das ist das Totem, was den heilt. Okay, das gab es das letzte Mal nicht. Das ist ja mies, ey. Da kannst du vergessen, Junge, wird nicht geheilt. Kannst du direkt abschmatzen. Da heilt sich doch trotzdem. Boah, das sind die nervig. Gut, ich müsste wahrscheinlich erst den hier oben killen, aber da komme ich jetzt nicht ran. Achso, das ist da, da. Okay, da Schamane, da heilt den. Ich komme gleich zu dir, warte mal. Krieg's gleich aufs Maul. Vielleicht locke ich mal ein bisschen weg. Muss ich mich erstmal heilen, selber auch. Ach, mein Junge. Ja, jetzt hast du mich nicht zum Heilen. Jetzt sieht's doof aus, ne? Schluss jetzt hier.
So, nochmal heilen. Hm. 88, ich weiß nicht, ob es reicht. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt hinkriegen. Wir probieren es mal. Boah, da ist aber wieder stark, ey. Oh, oh, oh. Oh, nein, daneben. Fuck. Scheiße. Ach mal, jetzt bin ich abgerutscht. Aber zum Glück bleibt die HP erstmal so. Da kann ja auch nicht so viel. Blöd, Mann. Arschloch, lass mich in Ruhe. So, komm mal her, ja. Da hat gleiche Maske auf wie ich, sieht zumindest so aus. Ihr seht schon, da hat 2 oder 3 HP Slot, denke ich. Jetzt haben wir erstmal die Rüstung weggekloppt. Jetzt heilt er sich, das Schwein. Das gibt's doch nicht. Muss ich mich auch heilen, warte. Heil dich! Gibt er mir jetzt ein Totem, dass ich mich heilen kann, oder? Auch nicht schlecht, ne? Schmeiß mir einfach so ein Totem runter. Kannst du vergessen. Ah, ich brauch die Axt. Da nervt mich mit dem Scheiß. Oh, Alter, das wird eine ganz enge Kiste. Oh Gott. Lass mich. Ja, die Totems sind echt scheiße. Vor allem habe ich jetzt keinen. Also, ich habe keinen Mana mehr. Oh Gott. Alter, ich bin aufgeregt. Wow. Ja, Alter, das war knapp, Alter. Das war aber wirklich haarscharf, ne? Ja, die sind nicht ohne am Anfang. So, die haben wir jetzt defeated. Nice. Jetzt haben wir den Kopf gekriegt und ein paar Essenzen. Schön. Nichtsdestotrotz kommen wir ja nicht durch. Weil kann ich zerstört werden mit normalen Attacken. Kann ich es aufsammeln? Nee. Ach doch, macht's automatisch. Okay. Oh, da haben wir ganz schön viel Loot gekriegt. Aber irgendwie auch noch nichts Weltbewegendes hier. Ja, du brauchst halt wirklich die diese ganzen Upgrades brauchst du natürlich, ne? Also wir müssen die Champs erstmal hochkriegen. Weil ich weiß jetzt schon, gegen den zweiten Endboss haben wir keine Chance. Also das wird nichts. Aber wir gehen erstmal zurück und heilen. Das ist, denke ich, eine gute Idee. Jetzt nicht in die Zacken laufen, das wäre aber der Klassiker. Ja, moin. Die sind alle beide hier, die Kunden. So, resten. Erstmal wieder alles auffüllen. Sicher ist sicher. So, Hammer. Dann haben wir hier eine Truhe natürlich auch. Die können wir aufmachen und da können wir dann unser Zeug rein tun, was wir zu viel haben. Ne? Mache ich jetzt aber nicht, weil wir wollen sie erstmal stacken. Könnten jetzt nochmal hier lang laufen. Weiß nicht, war ich ja schon. Ich glaube, war ich auch schon. Ja. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, also so wie wir jetzt equipped sind, schaffen wir den anderen Boss nicht. Also das wird zu hart. Wir hatten richtig gutes Zeug das letzte Mal. Und ich glaube, wenn du restest, dann wird alles wieder zurückgesetzt, ne? Kann das sein? Ja, genau. Jetzt kommen wir, jetzt haben wir wieder die Möglichkeit, neue Gegner zu killen. Und eventuell ein bisschen Loot abzufassen. Was ja extrem gut ist, wenn ihr Bluten habt, ne? Das ist gegen Gegner natürlich extrem geil. Ja, tschüssi. Na, du kommst du her, du Kribbel. Ja, komm runter, komm. Kriegen wir nur Geld, aber leider kein. Kein Champ. Schade. Ist auch nichts mehr. Eigentlich waren die Tonnen dann auch wieder da. Okay. Ja, warte doch mal, ich komm doch hoch. Ich hau dir aufs Maul. Ist doch kein. Machen wir doch alles. So, komm her. Alle, hab ich auch weggeknallt, da. Alter, die schubsen nicht auch sonst wohin, ne? Weil ich ein bisschen komisch finde, es tatsächlich. Das letzte Mal haben wir mehr gekriegt von den Gegnern wieder. Auch wenn wir die schon besiegt hatten. Das ist interessant. Jetzt halt mal die Klappe jetzt hier. Also wir kriegen ja Geld ohne Ende, ja, aber wir kriegen keine Champs mehr. Das ist ein bisschen nervig. Wie gesagt, es gab ein Update, vielleicht haben sie das rausgenommen, vielleicht sollte das ja gar nicht so sein, dann haben wir zumindest mal wieder was. So, jetzt haben wir das erstmal equipped alles. Wir sind aber auch voll gepackt, ne? 15, das macht er aber nicht. Haben wir nur 14. Hier haben wir natürlich das. Und hier haben wir 15, bleibt bei 15, ne? Ja,
Brauchen wir also nicht austauschen. Du kannst aber, wie kann ich denn? Ne, wollte ich gar nicht, warte mal. Ich konnte irgendwie die Champs entfernen, dachte ich. Egal. Wir müssen das nehmen. Das hilft ja nichts. So, haben wir ein blaues, ein gelbes. Das sind die Spirits. Oh, das ist nicht schlecht. Das nehmen wir. Blau haben wir nicht. Schade. Ja, du konntest, ich glaube, du konntest die Champs entfernen, aber ich weiß, es geht jetzt irgendwie nicht. Oh, da haben wir da. Haben wir da noch eine Truhe? Ne, haben wir auch schon. Alles geliehen, ey. Ruhe. Ja, das ist nicht schlecht. 15 Damage. Kannst du machen. Machst du, versuchst du zu lesen? Du kannst eh nicht lesen. Sind keine Bilder drin. So, was haben wir? Oh, guck mal hier. Haben wir nochmal einen Schlüssel? Ich will den Schlüssel nehmen. Ach, guck an, das habe ich auch nicht gewusst. Okay, das ist neu, das haben wir das letzte Mal nicht rausgefunden. Wenn du mehrere Schlüssel hast, hast du jetzt einen grünen Schlüssel, weil es gibt nämlich Areale, wo du verschiedenfarbige, ja, Schlüssel brauchst. Okay, krass. Ja, schön. Haben wir das auch mal gewusst, ne? Oder auch mal rausgefunden. So, Käfsche. Gibt nichts Schöneres. So, jetzt gab es ja noch eine Höhle, genau, ja, die habe ich vorhin auch vergessen. Da gibt es noch eine Essenz. Jetzt kann man so was raussuchen. Jetzt haben wir hier zum Beispiel 57% mehr HP, 66% mehr Mojo, 64% mehr Mojo. Der Effekt wird erhöht, ich nehme HP. Definitiv. Das haben wir das letzte Mal, glaube ich, auch gemacht. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Natürlich ist Mojo besser, weil ihr euch dadurch mehr heilen könnt. Was machst du hier? Das ist meine Höhle. Geh raus. Verschwinde hier. Ja, eine Axt. Nehme ich. Moin. Pfeife. Schönen Rücken gefallen, Kunde. So, der wird mir aber auch nichts mehr bringen. Deshalb gehe ich dann einfach mal weiter. Ganz vergessen. Lass das doch sein. Das bringt doch nichts. Bringt doch nichts. Ich weiß aber, dass hier oben da straffe Gegner war. Zu dem will ich ja nicht. Ich will zu dem anderen. Also, da gab es ja noch... Gab es noch was anderes. Aber das finde ich jetzt gerade nicht mehr. Wenn man die Axt mal braucht. Den haben wir schön weggeknallt. Ohne Schaden zu nehmen. So muss es sein. Also da unten habe ich jetzt so einen Kreis, der quasi zum Nurby-Gegner macht da Schaden, ne? So, da oben in der Höhle waren wir da aber schon drin. Bin doch nicht blöd, oder? Gut, muss man doch nochmal hier lang gucken. Aber ich glaube, hier war nichts mehr. Ich weiß es aber auch nicht mehr. 173 HP haben wir, das ist nicht schlecht. So, wir sehen aber den grünen. Ne, da steht auch wieder das gleiche. Es wartet nur der Tod. Hallo? Blödes Vieh. Gemeine Wespe, du. Wollte mich wieder attackieren. So, da haben wir, das haben wir schon mitgenommen hier. Hier war ich schon. Aber ich gehe trotzdem noch mal rein. Vielleicht gibt es hier noch was Schönes. Ärgerlich, dass ich keinen... Genau, hier haben wir nämlich das. Blauen Schlüssel, lila Schlüssel und so weiter. Warte doch mal, ich will doch mal die Truhe. Also, hör doch mal auf, Mensch. Gelb. Gelb. Legendary Key. Ich glaube, hier waren wir noch nicht, ne? Genau, ja, das habe ich gesucht, den Bereich. Sieht gut aus. Kurz hoffentlich kein Sprengfass, ne? Ich glaube, das ist schon ein Boss hier, ne? Ja, hau ich auch gleich auf die Fresse. Ja, jetzt haben wir endlich mal einen guten Champ. Der Rote ist nämlich nicht schlecht. So eine Art Vampirismus. Oh, da kann das auch, das Schwein. Oh, jetzt deals Damage, Junge. Weil einem da dran stand. Tschüssi. Wo jetzt? Schießt das auf mich? Ich muss das erstmal wegkriegen, das nervt. So, eine grüne Axt. Danke. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Ja, haben auch einen besseren. Ja, du wirst dich gleich umgucken, mein Freund. Ah, dass du mal Bescheid weißt. So, aus die Maus jetzt. So, guck mal, hier haben wir nämlich Waffen drin und der Flunder hatte die coole Idee, dass die ausbuddeln. Wenn wir die jetzt die ausbuddeln lassen, kann es passieren, dass wir die dann vielleicht mal, dass sie die freilegen, ne? Das weiß ich nicht. Oh, ein Schwert. Schwert ist schön. Bräuchte aber drei. Rot haben wir natürlich nicht. Ihr seht schon, dahinter sind dann auch coole Waffen. Ah ja, haben wir auch nur rot und gelb. Ich habe leider nur einen grünen Schlüssel. Das ist auch wieder irgendwas in der Wand, aber ich weiß nicht, ob ich das selbst rausholen kann, vielleicht. Warte mal. Vielleicht.
Nee. Backdashen? Nee. Warte, Wirbel, Freiwirbel? Nee. Geht nicht, schade. Nehme ich mit. Ja, leider haben wir keinen roten Schlüssel. Das ist natürlich ärgerlich, ne? Alter, jetzt wird's ja. Jetzt. Und nochmal, ach herrlich. So, pass mal auf, jetzt machen wir das mal kaputt. Jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir ganz viel gekriegt. Nee, das ist nicht besser. Jetzt müssen wir echt mal ein bisschen gucken hier. Macht plus 11, macht plus 9, oder? Nehmen wir den auch ruhig, ne? Plus 11. So, da tun wir diesmal nebeneinander legen. Dann haben wir hier Orange 2. Ja, auf jeden Fall. Wow. Das hat gleich mal richtig was gebracht. Und den roten will ich unbedingt einsetzen. Wir haben jetzt hier Bluten. Und hier haben wir... Oh ja. Auf jeden Fall. Hat er das jetzt gemacht? Nee, warte mal. Achso, 4 Chance to Bleed. 30% Damage over the time. Und hier haben wir Your Bleed Effect can stack 2 times. Achso, okay. Ich glaube, das war aber auch nicht schlecht. Die Maske ist doch nicht besser, oder? Nee. Hat aber 2 Slots. Aha, okay. Dann nehmen wir die natürlich. Nee. Aber irgendwie konnten wir doch die... Ich konnte das irgendwie lösen. Ich weiß nicht mal wie... Opala. Jetzt habe ich es geordnet. Auch schön. Ich konnte es irgendwie lösen, aber ich weiß nicht mal wie. Kann natürlich auch sein, dass es nicht gewollt, ne? Na gut, dann lassen wir doch die drin. Hallo? Weil, bringt ja nichts. Ich kriege ja, wenn ich den Chan nicht wieder runterkriege, nützt mir ja nichts. Das war natürlich blöd. Da hätte ich auch durch aufpassen müssen. Aber ich meine, am Anfang... am Anfang ist egal. Du brauchst eh alles, ne? Aber dann ein bisschen später hättest du aufpassen müssen. So, hier bin ich angekommen. Genau, wo ich das zerschießen kann. Haben wir noch einen Drüschen. Nehme ich mit. Oh, das Schönes. Was macht der denn? Increase your attack speed. Hm, auch nicht schlecht. Also sind aber die anderen besser erstmal aktuell noch. Deshalb lassen wir das mal so. Fallen, fallen. Da oben ist noch eine Truhe. Ja, hier muss ich langlaufen, ja. Verlierst auch die Orientierung manchmal. So, komm, gib mir Loot. Ich liebe Loot. Ja. Moin. Grüße. So, jetzt können wir hier einen kleinen Zwischengang aufmachen, dass wir schneller durchkommen. Noch eine Truhe gibt's. Oh, Kisten gibt's, Alter. Kommt das Looten nicht mehr raus, ne? Yeah, nice. Lila. Und das ist ja schon, das hat es jetzt automatisch schon geupgradet, weil ich das ja schon ausgerüstet habe. Ne? Das finde ich echt cool gemacht, dass da nicht erst wieder irgendwie... Aber wie gesagt, blöd wäre... Ach so. Okay. Blöd finde ich halt, dass ich nicht weiß, wie ich die wieder runterkriege, ne? Das wäre jetzt doof, wenn die dann fest drauf wären. Gut, wäre jetzt auch nicht schlimm, weil du kriegst da ständig neue. Aber... Oh ja, guck mal, jetzt haben wir... Hammer, Hell 15. Naja, okay. Das war das. 15 und 14. Nee, ist schlechter, okay. Aber hier, das meine ich, genau. 15 und gelb. Ja, gut. Das spielt jetzt nicht die Rolle, sage ich mal. Noch eine Trüche. Gib mir alles, was du hast. Ja, endlich haben wir eine bessere Axt. Yeah. Jetzt haben wir ja... können wir schon mal das drauf machen. Aber wenn ich das halt jetzt wieder mache, dann hast du also das Problem, ne? Deshalb ist es eigentlich ganz gut, wenn du die Items nicht austauschst, die du drin hast, sondern die einfach geupgradet werden. Weil damit brauchst du keinen Kopf machen. Dass du die verballerst, ne? Ruhe mit dem Mist. Das waren die hier oben standen vorhin, okay. Jetzt haben wir die zwei. Schluss, jetzt Ruhe jetzt. Bam. Muss aber trotzdem sagen, das letzte Mal hatten wir besseres Equipment, muss ich echt sagen. Aber gut, okay. Ich glaube, wir gehen nochmal zurück zu dem... Aber guck mal, das macht schon jetzt bedeutend mehr Schaden, ne? Gehen nochmal zurück, heilen uns nochmal schnell. Und dann werden wir wahrscheinlich den anderen Gegner machen können. Oder wir können das schon einsetzen, weiß ich noch nicht. Nee, ich kann nur resten, schade. Das war kein... Das zählte nicht als Endboss, scheiße. Ich kann nur resten, naja. Ach, guck mal, die haben auch noch was hier für mich. Das nehme ich auch durch, ne? Talk. Ich will nicht mit der talken. So, dann können wir jetzt ja nur uns versuchen, diesen Boss zu stellen. Was hart wird, sage ich euch ganz ehrlich. Weil der ist echt nicht ohne da oben. Damit da schmeißt du viel Magiezeug. Ruhe. So, die brauche ich. Die muss ich aber besiegen. Auch wenn die nichts geben. Hat einfach den Punkt...
dass ich meine Leistungen vollkriegen will, dass ich mich zur Not dann heilen kann. Ja, genau. Nicht gegen das... Natürlich gegen das Fass. Aber da hast du genug Zeit, um abzuhauen. Ja. Schießen sie schon wieder auf mich. Hör auf, Junge, hör auf. So, den nehmen wir noch mit und dann gehen wir mal zum Boss hoch. Dann dürfen wir es voll haben. Komm mal ran, ja. Aber dein Mund. Halt einfach mal deinen Rand. Das haben wir auch schon, okay. Da oben da, da wird echt hart. Oh Gott, Alter. Natürlich muss ich vorher nochmal hier gegen 200.000 Gegner kämpfen. Jetzt nochmal eine Axt aufbessern, wäre geil. Oder eine Waffe oder irgendein Champ. Na komm hoch. Mach dich schon runter, Junge, wenn du mit mir reden willst. Ich habe von oben immer feige geschießen. Das mögen wir ja gar nicht. So, jetzt wird es spannend. Den müssen wir jetzt, das hilft jetzt, geht jetzt kein Weg vorbei. Moin, ich würde dir mal die Fresse polieren. Wäre das okay? Das sieht nicht so aus. Also das letzte Mal haben wir bedeutend mehr Schaden ausgehalten. Aber ich glaube, das ist halt auch ein bisschen zufällig immer. Was du halt gerade so findest, ne? Ja, das war scheiße. Das war schön verkackt. Alter, ich sehe gar nichts mehr. Was machst du denn? Boah, Alter, das war glaube ich nichts. Boah, ist der Wichser stark, ey. Komm, renn weg. Das ist halt ein bisschen doof. Du musst dich halt immer heilen, wenn die Gegner durchspielen. Da dasht aber auch nicht dorthin, wo ich will. Oh Gott. Und weg. So, jetzt müssen wir uns mal kurz heilen. Wow, das hat's gebracht, ne? Was willst du machen? Uhuhu. Da kannst du aber auch nicht blocken irgendwie. Also, das ist doch mal... Ja, das war richtig gut. Oh, wieder knapper Kampf, ne? Hier war alles mit, alles. Wir looten alles. So, jetzt haben wir hier den Kollege drin, nämlich. Da hat die ganze Zeit... Ja. Moin. Erstmal habe ich deine Kiste gebracht. Geht nicht, okay. Grüße. Ah, ja, okay. Ja, gerne. Kein Problem. Immer wieder gern. Fight, I'm impressed. Okay. I did like to explain my situation. Okay. Gut. Den kann man jetzt irgendwo finden, wo es gemütlich und warm ist, sag ich mal. Ne? Wir haben natürlich auch hier eine kleine Questline. Klar, ne? Aber die habe ich jetzt mal außen vor gelassen, weil wir das ja sowieso machen müssen. Wir haben den jetzt besiegt und jetzt müssen wir wieder zurück zum Lager, das weiß ich schon, und müssen dann dort diesen Schädel halt wieder einsetzen, ne? Weil alles mit Schädel funktioniert. Achso, nee, okay, das war. Ja, ja, okay. War eine Quest. Alles klar. Also, nee, Information. Information. Wissen wir doch alles. So. Grüße, Gemüse. Ja, kriegst mal einen auf die Fresse. Bam! Ja, und da haben wir das letzte Mal besseren Loot gefunden. Was heißt besseren Loot, aber anderen Loot gefunden. Und da haben wir echt relativ wenig Probleme gekriegt mit dem Endboss. Also da war dann echt schnell down. Das war jetzt ein bisschen knackiger. Aber egal, wir haben es geschafft. Setzen wir den Kopf noch ein. Combo Strike. Das ist auch richtig gut, die Attacke. Macht 500 Damage, ne? Erstmal resten. Ganz wichtig. So. Voll geheilt. Bam! Und jetzt haben wir nämlich den Combo Strike. Und jetzt können wir das machen. Und die Barrieren zerstören. Ach, guck mal, jetzt sitzt er da. Das war nämlich das letzte Mal auch nicht. Ne, das wollte ich gar nicht machen. Warte mal. Ich will talken mit dem. Oh, Blackbird. Blackbird. Okay. Hey. Hua, hua. Oh, guck mal da. Oh, ah, okay, nice. Weil das letzte Mal haben wir den befreit. Und da hat er auch gesagt, er geht an einen Ort, wo es warm ist, sag ich mal, ne, trocken. Wobei, ne, trocken ist so eine Ansichtssache. Und da war es aber so, er war nicht hier. Wir waren uns sicher, dass er hier sein muss, aber er war nicht da. Vielleicht haben sie das ja geupgradet. Guck mal, hier hast du eine Mystery Box. Auch geil. Dann hast du natürlich den Swift, also to increase your attack speed. Your bleed effect. Okay, das ist cool. Das ist cool, jetzt können wir das nämlich, jetzt können wir den, könnte man den auf Stufe 3 hochkloppen. Haben ja auch ein bisschen was, ne? Ich kaufe eine Mystery Box, komm. Ach so, okay, das, ach so, okay. Ach so, ich kann nur einkaufen, oder was? Ja, ach, toll.
Na gut, das könnten wir jetzt zweimal kaufen. Machen wir auch. Jetzt, das bringt Your Helfers in Crest bei. Oh, das nehmen wir auch mit. Nehmen wir, kaufen alles. War sogar im Sale. Hab ich sogar was im Angebot gekauft. Danke dir. Talken dir noch was anderes über mich? Nee. Ach doch, gibt's noch ein bisschen Geld. Können aber nichts mehr kaufen. Wir haben alles aufgekauft. So, pass auf. Jetzt haben wir hier nämlich noch das hier. Das können wir jetzt da drauf knallen. Wow, das sieht cool aus, ne? Orange, schauen wir hier. Aber das. Ach nee, ist gelb. Okay. Die neuen Waffen haben wir natürlich. Macht auch weniger Damage, ne? So eine Scheiße. Will ich aber trotzdem mal probieren, komm. Die Tast. Boah, Alter, sehen die cool aus. Was haben wir noch gekriegt? Lila. Ist auch interessant. Hier ist es lila. Auf dem Bild ist es gelb, ne? Schlechter. Schlechter. Vielleicht hätte man auch was verkaufen können. Kann ich was, warte mal, kann ich was verkaufen bei dir? Was man zwar jetzt nichts mehr bringen, weil es ist ja, glaube ich, leer. Genau, ist leer. Aber wir testen es trotzdem mal. Was, machen wir das. Geht das? Nee. Na gut. Okay. Egal. So, jetzt müssen wir die Barrikade zerstören, Leute. Wow. Sieht das cool aus. Nice. Nice Waffe. Gefällt mir. Endlich mal Schwerter. Ach, guck mal an. Da, wenn ich das da die Combo-Attacke drücke, dann beamen wir uns weg. Ist ja auch interessant. Warte doch mal. Warte, so, jetzt drücken wir mal R. Wow. Okay, geile Attacke. Richtig cool gemacht. Also, hier haben wir natürlich auch noch alle verschiedene Attacken. Das ist natürlich nett. Das macht Spaß. So, jetzt bin ich bestimmt noch falsch gelaufen. Mal sehen. Alter, dasht da weit durch. Wow, gleich noch Sprengfass aktiviert. Du hast auch richtig aufs Brett geschissen, ne? Okay. Wenn wir jetzt blocken, haben wir halt den Punkt, dass wir eben den noch Schaden generieren, ne? Dann aktivieren wir das und dann ist natürlich, wenn die in der Nähe stehen, nehmen die Schaden. Alter, geht immer auf den Sack, ey. Hallo? Auf in der Scheiße, du. Jetzt muss ich das mal wieder finden, ja. Das ist ja manchmal orientierungsmäßig ein bisschen schwierig. Aber hier war es nicht, bei dem Marker war es nicht. Warte mal. Keine Zeit, Junge. Wir müssen die Barrikaden zerstören. Wir haben einen Auftrag. Jump, Baby. Na, komm schon. Zack. Zack. Ja. Moin. Ich finde die gut, also dafür, dass die weniger Schaden machen. Guck mal, jetzt kann ich jetzt auch mal nicht sagen. Kann ich nicht meckern. Mal sehen, ob das geht. Ja, geht, okay. Demo completed, the next area walk in progress. Ja, das war's nämlich dann auch schon. Mehr gibt's von dem Spiel nicht zu sehen im Moment. Finde ich aber reicht aus. Von erster Eindruck ist auf jeden Fall ganz geil gemacht. Ihr habt verschiedene Waffen, ihr habt verschiedene Ausrüstungen. Ist echt ein nettes Spiel, ist ein cooles Spiel. Macht echt Laune. Kann auch süchtig machen, glaube ich. Gerade das Champs sammeln und sowas. Haben sie ein bisschen geändert. War am Anfang, wo ich mit Klunko gespielt habe, war das noch ein bisschen einfacher. Also wir waren wirklich relativ schnell OP. Das haben sie jetzt ein bisschen zurückgenommen, glaube ich. Und auch die Waffenvielfalten so. Also ich glaube, das kann wirklich sehr viel Spaß machen, das Spiel. Ne? Ist ein gutes Ding. Ladet es euch mal runter, schreibt mal rein, wie ihr es findet. Und ja, lasst, wenn ihr wollt, einen Daumen da. Ich sage danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschö. Menü.